Hallihallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir. Heute soll es gehen um einen hauptsächlich Drogerie-Beauty-Haul, würde ich es mal nennen. Ich war einkaufen bei TK Maxx, bei Rossmann, bei DM und bei H&M und bei Beauty Bay. Also teilweise online, teilweise im Geschäft, pipapo. Und weil ich weiß, dass euch Haul-Videos immer sehr, sehr viel Spaß bringen, hoffe ich natürlich auch, dass dieses Video eure Zustimmung findet und ihr viel Freude dabei habt. Und ja, dann geht's auch gleich mal los. Genau, ich werde keine große Reihenfolge einhalten, weil es wie gesagt ein bunt gemischtes Video ist. Ich werde euch aber jeweils immer sagen, wo ich die Sachen gekauft habe, sodass ihr auf jeden Fall wisst, wohin ihr gehen müsst, wenn ihr etwas nachkaufen wollt. Dann fange ich auch gleich an und zwar mit den Isana Wattepads. Die habe ich gekauft bei Rossmann. Dieses hier ist jetzt die 140 Stück Größe, diese lange Stange hier. Und ja, die sind weich und fusselfrei, 100% Baumwolle, finde ich gut. Die sind auch nicht so, dass sie so auseinander fleddern, wie das ja manche so zu tun pflegen. Die kaufe ich mir regelmäßig mal wieder nach. Ich schwanke immer mal zwischen großen Maxi-Pads und kleinen normalen Pads. Also ich bin da nicht wählerisch und jo, kaufe ich immer wieder nach. Dann habe ich ebenfalls bei Rossmann gekauft einen Nachfüllbeutel für Handseife in der Duftrichtung Snow White. Das ist dieses Teil hier. Das soll riechen nach Schneeglöckchen und Vanillemilchduft. Finde ich natürlich total interessant. Und ja, da wir so einen Auffüll- oder nachfüllbaren Seifenspender im Badezimmer stehen haben, habe ich gedacht, ich schlage da mal zu. Kommen wir zu einem Produkt von Balea, also von DM, was mich also mega angesprochen hat. Ich werde es allerdings nicht selber verwenden, ich werde es verschenken. Und zwar geht es um die Beauty Effect Stirnkleber, sag ich jetzt mal, Stirntuchpads. Also das, was ihr auch für den unteren Augenbereich kennt, das gibt es jetzt auch für die Stirn. Die völlige Anti-Falten, Anti-Zornes-Falten-Kraft von Balea und die sind nicht günstig, die kosten 4 Euro ein paar zerknüllt. Sofortige Verbesserung der Stirnfalten. Also ich meine, wenn das nichts ist, Freunde. Und ja, habe ich wie gesagt als Geschenk gekauft und beziehungsweise als Mitbringsel. Und ich hoffe, diejenigen freuen sich. Und ja, ist mit dreifach Effekt und polstert Linien und Fältchen auf, strafft die Hautoberfläche und entspannt Mimikfalten. Kuhmilch gebende Wollsau, ne? Gekauft. Dann habe ich ebenfalls bei DM und zwar von der Marke Profissimo Geschenktüten aus Packpapier gekauft. Und zwar war das dieses Muster hier, das fand ich total süß irgendwie mit den Vögelchen hier. Und da steht, stehen so Weihnachtslieder-Verse drauf, irgendwie fand ich das total süß. Man bekommt dazu auch noch so eine Klammer, um das zuzumachen und so einen kleinen silbernen Stern. Und ja, darin habe ich heute mein Nikolausi beschenkt und ja. Kostet 1,75. Schmeiß ich mal kurz so rein, weil es hier nämlich auf dem Tütsche steht, ne, Freunde? Noch ein neues Produkt, also ich kenne es auf jeden Fall noch nicht, habe ich mir bei DM gekauft. Und zwar von Alverde die Repair Haarbutter für vor und nach der Haarwäsche. Wenn einer von euch dieses Produkt schon kennt und ausprobiert hat, schreibt mir mal eure Erfahrungsberichte rein. Unten in die Kommentare bitte. Ich fand, es klang sehr gut mit Bio-Avocado und Bio-Shea-Butter für strapaziertes, brüchiges Haar. Wie gesagt, kann vor der und nach der Haarwäsche eingegeben werden in die Haare. Ich habe das jetzt heute morgens das erste Mal ausprobiert und habe mir das aber nur in die Haarspitzen gegeben. Ich war ja gestern beim Friseur und habe mir neue Strähnchen machen lassen und schneiden lassen. Und meine Friseurin hat eben auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass natürlich die Haarspitzen nach Blondierung und Färben und so ein bisschen im Dutt sind. Und extremst viel Pflege brauchen. Und ja, da bin ich dann mal gleich losgestratzt und habe mir das Teil gekauft. Es ist eine wirkliche Butter. Also ihr seht da auch mein Fingerditscher, möchte ich hier mal drauf aufmerksam machen. Da bewegt sich gar nichts, ne? Also das ist Paste. Und ja, riecht, finde ich, wie typisch dieser Alverde Haarduft. Also nicht doll. Ein bisschen alkoholisiert, aber ich glaube, da ist gar kein Alkohol drin. Doch, da ist Alkohol drin. Ja, das ist ja wieder so ein bisschen so ein Downer, ne? Aber egal, also es riecht halt so ein bisschen, den Alkohol riecht man so ein bisschen raus. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass trotz des Alkohols es trotzdem auch durch die Fette, die drin sind, einfach meine Haarspitzen pflegt. Und ja, ihr kriegt auch richtig viel Material, wollte ich gerade sagen. Ihr kriegt auch richtig viel Produkt und zwar 200 Milliliter. Also unter dem Umstand, dass man sich das irgendwie mal nur so ein bisschen in die Haare gibt, finde ich da, das wird lange halten, vermute ich mal.
Und ja, ich bin ganz gespannt. Ach, hatte ich schon gesagt, nehmt euch bitte irgendwas zu trinken, was zu essen. Wir werden ein bisschen länger hier sitzen. Dann habe ich mir gekauft, ebenfalls von DM, und zwar von Ebelin, aus dieser Make-up-Artist-Pinselreihe, den Highlighter-Pinsel aus zartem Naturhaar. Ich muss das mal versuchen, so zu halten, dass ihr das gut sehen könnt. Das ist dieses Teil hier. Ich hatte diverse Videos und Reviews gesehen zu diesen Pinseln und da scheiden sich ja so durchaus die Geister, wobei hauptsächlich negative Kritik an dieser Pinselserie geübt wurde. Ich habe aber einen Pinsel von denen, das ist der Allrounder-Pinsel. Das ist so ein kleiner, etwas dickerer Blenderpinsel, würde ich jetzt mal sagen. Und ich bin ganz zufrieden mit dem. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der aus Naturhaar ist und ich weiß, dass die auch noch Synthetikhaar-Pinsel hatten. Also ich finde den eigentlich ganz gut. Ich benutze ihn zum Highlighter auftragen, so partiell einfach. Und der gefällt mir, wie gesagt, ganz gut. Ich wiederholte mich, glaube ich. Macht nichts. Ich dachte aber, ein bisschen größer wäre vielleicht auch nett. Entweder für Blush oder auch für Highlighter etc. Also ich hoffe, dass der nicht so hart, wie das scheinbar ja bei vielen das Problem war. Und ja, drückt mir die Däumchen, dass ich einen guten Pinsel erwischt habe und kein Montagsprodukt. Und ich bin sehr gespannt. Dann habe ich mir ebenfalls bei DM gekauft einen Max Factor Pastel Compact Blush. Und zwar ist das diese Reihe. Haben wir auch schon übermäßig viel gesehen bei YouTube. Werden sehr gehypt. Ich habe die Farbe 25 Alluring Rose genommen. Das ist dieser, ich sage jetzt mal, bronzige Ton. Auch den habe ich heute ausprobiert. So sieht er aus. Also der geht wirklich so ins Rot-Braun. Ist ein bisschen zu rot für einen Bronzer, aber gibt euch richtig schöne Wärme auf der Wange. Und diese Blush sind gut. Mir geben sie teilweise ein bisschen zu wenig Farbe ab, weil ich mag ja richtig so ein bisschen Kavum. Die sind, finde ich, ideal für Leute, die sehr zurückhaltend sind mit Blushes. Also ich mag die auch total gerne, gerade so für den Alltag. Und gerade diese Farbe, die hatte ich eben noch nicht. Ich habe schon 4 weitere, glaube ich, von denen und verwende die wirklich sehr gerne. Aber sie sind halt auch dezent, ne? Also es sind keine Rouges oder Blushes, die euch anschreien. Von daher, wenn hier jemand zuguckt, der eher eine dezente Wange mag und eben nicht so Kavum im Gesicht, guckt euch die auf jeden Fall mal an. Mein Tipp ist, geht auch auf jeden Fall zu DM. Da kostet das Teil 6,95 €, während es überall anders irgendwie um 8,99 € kostet, also bestimmt 2 € mehr. Und es war auch bei DM nicht im Angebot. Also ich weiß nicht, ob es jetzt bei mir im DM nur der Fall war. Schaut da auf jeden Fall mal, ihr könnt wahrscheinlich ein bisschen Geld sparen. Dann habe ich mir noch einen Blush gekauft und zwar aus der P2 Glow Touch Serie, ebenfalls also von DM. Die Farbe 015 Touch of Hibiscus, das ist dieses Teil hier. Das ist so ein herrliches Peach Rosé, würde ich es mal nennen. Und im Gegensatz zu allen anderen aus dieser Blush Serie, finde ich den relativ gering im Glow. Also die sind ja schon so, dass die so ein bisschen so ein Glow haben, deswegen auch Glow Touch Blush. Aber der ist, finde ich, doch relativ matt. Und die Farbe gefällt mir außerordentlich gut. Ich habe sie heute nicht auf dem Gesicht. Heute trage ich eine andere Farbe wegen der pinken Lippe. Und da habe ich auch einen pinken Blush genommen, nicht wahr? Aber großartige Farbe, großartiges Produkt. Ich habe ihn tatsächlich heute Morgen zur Arbeit getragen und fand ihn sehr schön. Und was ich auch toll finde, diese P2 Blush, die halten euch halt auch echt lange. Da habt ihr wirklich lange was von. Und für den Preis, finde ich, kann man da überhaupt nicht meckern. Dann habe ich noch etwas gekauft, was ebenfalls nicht für mich ist, ebenfalls bei DM, und zwar die Balea Lippenpflege in Cherry Dream. Das ist dieses hier. Das wird meine kleine Nichte von mir bekommen, sozusagen zum Nikolausi nachträglich. Ich fliege nämlich am Wochenende zu meiner Schwester und meinem Schwager und ihrer Familie. Und da wird mein kleines Mäuschen das von mir mitgebracht bekommen, beziehungsweise von uns. Sie ist zwar erst 3¾, aber sie benutzt sehr, sehr gerne Lippenstift. Vorzugsweise übers ganze Gesicht. Und da dachte ich, so eine kleine Lippenpflege kann ja nicht schaden. Dann habe ich ein Nachkaufprodukt, ebenfalls von DM. Und zwar habe ich mir meine Augenpflege nachgekauft aus der Alverde Zellaktiv-Serie. Das ist dieses hier. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass das in einer neuen Verpackung daherkommt. Vorher war das so ein cooler Pumpspender. Ich finde Pumpspender, habe ich das schon mal erzählt. Ich finde Pumpspender immer total ansprechend und geradezu befriedigend. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht bin ich da ein bisschen wunderlich. Bestimmt bin ich da ein bisschen wunderlich. Aber ja, nichtsdestotrotz, jetzt kommt das in so einem Tübchen. Ich finde das immer nicht so schön. Ich bin ja so ein Verpackungskind, ne? Und das ist so eine Verpackung, die langweilt mich ein bisschen. Bin ich da komisch? Seid ihr ähnlich? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare.
Ja, aber die Creme, und darum geht es mir ja, ist wirklich gut. Sie ist reichhaltig, sie pflegt, sie macht die Haut ums Auge herum super, super weich. Ihr könnt trotzdem wunderbar Concealer auftragen. Er wandert nicht und es ist Naturkosmetik. Und ja, ich kaufe das nach. Es ist, ja, ich mag dich. Für Haut ab 30. Mit 33 genau das Richtige, Freunde. So, und dann habe ich mir noch zwei Dinge gekauft. Nochmal eine Sache von Rossmann. Es gab diese Woche 20% auf L'Oreal-Produkte und da habe ich mir eine neue Mascara gekauft und zwar diese Intensa Fall/Schmetterling Intensa, das ist dieses hier. Und was soll ich sagen, so sieht die Bürste aus. Sieht vielversprechend aus, gebe ich euch recht, habe ich auch gedacht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe sie heute drauf. Es gibt für mich definitiv bessere Mascara in der Drogerie. Ist jetzt für mich echt kein Schlüpperstürmer. Sie macht ganz nette Wimpern, aber sie verlängert nicht so richtig. Also, vielleicht müssen wir uns noch so ein bisschen eingrooven, aber so hundertprozentig überzeugt bin ich jetzt so am ersten Tag nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe ihr auf jeden Fall noch eine Chance und werde sie weiter testen. Letztes Produkt aus der Drogerie und zwar auch von DM, von Schebens, die Thalasso-Maske mit Algen, spendet Feuchtigkeit und regeneriert für alle Hauttypen. Das ist dieses hier. Ja, was soll ich sagen? Meine Haut ist in letzter Zeit wirklich trocken. Also ich habe nichtsdestotrotz meine ölige, fettige T-Zone, aber meine Haut ist extremst trocken und spannt auch teilweise hier oben an der Stirn, an den Schläfen, dieses typische Mischhautgeklüngel. Und ja, Feuchtigkeit spendend und regenerierend, habe ich gedacht, ist nicht fettend und ölend, aber Feuchtigkeit spendend. Und ich dachte, ich probiere es mal aus und gebe ihm meine Chance. So, das war's von DM und Rossmann und weiter geht's zu H&M Beauty. So, das war's mit Drogerie, also Rossmann und DM und weiter geht's mit H&M Beauty. Ich war vor kurzem am IZ und da stöber ich, wenn ich da bin, dann auch immer mal bei H&M Beauty durch, ob es da irgendwas Schickes gibt, vielleicht auch irgendwas mal im Angebot. Und beim letzten Besuch habe ich doch glatt 4 richtig coole Nagellacke gefunden, die auch noch runtergesetzt waren von 4,99 € auf 2 Euro. Und zwar wollte ich euch die unbedingt zeigen. Ich bin nämlich von dieser Serie auch super begeistert, obwohl es keine richtige Serie ist, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und zwar sind das diese Foil-Nagellacke. Die erste Farbe, die ich gekauft habe, heißt Foil Blush. Das ist diese Farbe hier. Und zwar ist das so ein Folieneffekt Aprikot, würde ich es mal nennen. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und ja, ich liebe diesen Folienlook. Ich finde, das sieht so, so, so cool aus. Und ja, dann habe ich mir davon noch eine Farbe gekauft. Und zwar heißt die Farbe Agent Lilac. Agent Lilac. Oder Agent Lilac. Very international today. Ja, also Agent Lila. Hier ist er und auch ein wunderschöner Ton. Also den hatte ich auch schon tatsächlich drauf und was soll ich sagen? Große, große Liebe. Überragend. Dann habe ich noch die Farbe Foiled Again. Das ist ein wunderschönes Folienpink. Also in diesem Folienlook. Und es ist wunderbar. Und gerade, ich meine, 2 Euro statt 4,99 €. Hallo. Da musste ich ja zuschlagen. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Kontrastprogramm zugelegt. Und zwar die Farbe Oktober Russet. Das ist so ein herrliches Rost. Orange, ganz toll, wunderschöner Ton. Und ja, was soll ich sagen? Ebenfalls 2 Euro. Ich freue mich. Dann habe ich mir eine Sache bei Famila gekauft tatsächlich. Ja, bei Famila, ihr habt richtig gehört. Und zwar gehe ich da ja regelmäßig auch mal nach Wet n Wild Produkten gucken. Und da gibt es zurzeit eine Limited Edition. Sie heißt Color Icon Limited Edition. Und zwar gibt es dort jetzt lose Pigmente und ich habe mir gekauft die Farbe, lasst mich eben gucken, Heart of Rose Gold, zauberhaft. Und so, seht ihr, das ist so ein wunderschönes Roségold. Und ja, ich habe noch nicht so mega viel Erfahrung mit Pigmenten und dachte, das ist halt ideal, kostete 3,99 €, also wunderbar, um mal damit so ein bisschen einzutauchen in die Pigmentwelt. Und ich bin ganz gespannt, wie wir so miteinander auskommen werden. Ich dachte, wenn ich die Astor Foundation teste, wo ich ja das First Impressions zu machen möchte, die habe ich auch tatsächlich noch nie mal aus der Folie genommen, dann werde ich dieses hier gleich mit dazu packen. Habt ihr Lust drauf? Schreibt mir das auf jeden Fall mal unten in die Kommentare.
Das ist nämlich geplant für die nächste Woche, wenn ich wieder da bin aus Belgien. Und ja, schreibt mir eure Meinung da gerne mal unten rein. So, dann habe ich ein Produkt gekauft bei Beauty Bay. Ich bestellte da einige Sachen zu Weihnachten für andere, deswegen kann ich euch die leider nicht zeigen. Aber das Produkt, was ich mir gekauft habe, das möchte ich euch zeigen. Und zwar ist es dieses RCMA No Color Powder. Ja, jeder, der amerikanische YouTuber schaut, der hat das garantiert schon mal irgendwo gesehen. Kathleen Lights schwört da drauf, Jaclyn Hill schwört darauf, Jamie Page, keine Ahnung. Jeder redet von diesem Puder. Und ja, da habe ich gedacht, es gibt es bei Beauty Bay. Es ist nicht so teuer, ich glaube 12 Euro paar zerhackte. Probierst es mal aus und man kriegt ja nun mal also unglaublich viel für sein Geld. Also ich kann euch nicht mal sagen, wie viel 3 Ounces sind, aber es ist eine Menge, würde ich sagen. Und ich habe das heute ausprobiert, um meine T-Zone zu setten und es hat mir wirklich gut gefallen. Ich werde das aber definitiv auch noch weiter testen, um euch da eine bessere Review drüber zu geben. So, und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Shopping Ort. Und zwar war ich ja bei TK Maxx am vergangenen Wochenende und habe mir da ein paar Kleinigkeiten gekauft und auch die möchte ich euch zeigen. Ich kann nur immer wieder sagen, wenn ihr Duftkerzen sucht, wenn ihr spezielle Kosmetik sucht, geht da mal regelmäßig mal hin und guckt, stöbert da ein bisschen durch. Man ist nicht immer erfolgreich, aber manchmal hat man echt Glück. Das letzte Mal habe ich ja die richtig coolen Nars-Eyeliner bekommen. Dieses Mal habe ich auch richtig tolle Stücke bekommen und ja, kann ich euch nur empfehlen. Das erste Produkt, was ich mir gekauft habe, ist die Tony Moly I'm Real Brightening Sheet Maske. Und zwar ist das diese Serie hier. Ich hatte von diesen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich hatte mir von Mallorca auch welche von diesen Tony Moly Masken mitgebracht. Aber besonders dieses Brightening, das hat mich halt total angesprochen. Es ist mit Lemon und ja, ich bin ganz gespannt und hoffe, dass ich hinterher leuchte wie ein Christkind. Dann habe ich mir ein Trio Lippenstifte gekauft von Revlon. Es gab dort ein Set, was man kaufen konnte. Und zwar habe ich mir gekauft die Revlon Color Burst Balm Stains. Und zwar sind das solche gefärbten, ich würde jetzt mal sagen, Lippenpflegestifte. Sie geben gut Farbe ab und sie färben eure Lippen auch wirklich, wirklich gut. Und wenn sich der Gloss sozusagen abträgt, dann habt ihr wirklich nur noch die Farbe zurück auf euren Lippen. Man muss wirklich ein bisschen vorsichtig sein, dass man es trotzdem gut aufträgt und präzise und nicht rumschwabbelt, weil das sonst auch aussehen kann, als hättet ihr in einen Liebesapfel gebissen und vergessen, euch den Mund abzuwischen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es gibt euch sonst echt eine Färbung, muss ich mal sagen. Ich habe drei Farben, wie gesagt, und zwar einmal die Farbe, wartet, 001 Honey Deuce. Ich werde euch das, wo swatche ich euch das nochmal? Ich bin ja Rechtshänderin, aber ich mache es mal auf die rechte Hand. So, das ist diese wunderschöne Farbe hier. Das ist ein herrliches Altrosa. Ganz, ganz, ganz toll. Für den Alltag habe ich auch schon getragen. Überragend, sage ich euch. Dann etwas für den Sommer. Und zwar ist das die Farbe 025 Sweetheart Valentine. Das ist dieses Pink hier. Auch ganz, ganz toll. Ich glaube aber, mit dieser krassen Farbe muss man echt aufpassen, dass man es aufträgt. Dafür braucht man, glaube ich, einen Waffenschein. Aber ja, die haben auch so einen leicht minzigen Geschmack. Also sollen, glaube ich, auch so ein bisschen die Lippen auffüllen. Und ja, ganz großartig. Und dann habe ich noch einen wunderschönen Korallton in der Farbe 040 Rendezvous. Das ist diese Farbe hier. Auch perfekt für den Sommer. Und ja. Großartig, großartig, ich freue mich gar sehr. Und da kommen wir auch schon zu meinen letzten vier Produkten. Hierbei handelt es sich um Nagellacke und ich muss sagen, es waren auch so die Produkte, über die ich mich fast am meisten gefreut habe. Und zwar handelt es sich um diese Formula X Nagellacke. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon mal gesehen habt. Sie kommen auch eher so aus dem amerikanischen Raum, weil Sephora Produkte. Und ich war ja schon öfter in Sephoras drin, sei es auf Mallorca, sei es in Paris etc. Und irgendwie habe ich dann immer Sachen gefunden, die mir dann erstmal wichtiger waren, weil die, wenn man sie original einkauft, echt nicht günstig sind. Und ihr kennt das ja, Frauenprobleme, da kann man sich nicht entscheiden und dann sind die alle so schön. Und dann war es halt so, dass ich sie irgendwie mal stehen gelassen habe.
Und ja, was soll ich sagen? Sie kosteten diesmal 3,99 Euro und dann konnte ich sie nicht stehen lassen. Ich konnte sie nicht stehen lassen. Und ich habe mir aber eigentlich auch Farben gekauft, die ich so noch nicht habe. Zum ersten ist es die Farbe Kelvin. Das ist so ein herrliches, fast schon Neon-Orange. Also ich finde die Farbe wirklich wunderschön. Und ihr bekommt, lasst mich gucken, kann man, also steht das überhaupt irgendwo drauf? Ja, 12 Milliliter. Ihr bekommt 12 Milliliter, was auch für einen Nagellack echt viel ist. Also von daher tipptopp. Dann habe ich die Farbe Naughty Newton. Und zwar ist das so ein wunderschöner Effektlack. Ich hoffe, ich komme mal ein bisschen dichter. Ihr könnt das richtig schön sehen. Ist natürlich mit meiner Softbox im Hintergrund nicht so optimal. Aber ich denke, ihr könnt es sehen. Das ist so ein herrliches schwarzer Unterton mit blau-silbernem Glitter. Und also jawohl, schreit ja wohl Neujahr und Silvester. Großartig. Dann habe ich die Farbe Sparkle Bomb und der Name ist hier auch tatsächlich das, was man bekommt. Es ist ein herrlicher Gold-Schimmer-Lack, ebenfalls ein Topcoat, ein Effektcoat. Großartig. Gerade habe ich gedacht, für Weihnachts-Nail-Art überragend. Und kommen wir zu meinem absoluten Favoriten. Es ist die Farbe Umf. Auch den Namen finde ich sehr schön übrigens. Und zwar ist das auch so ein Foil-Lack, so ein Metallic-Lack. Und zwar in so einem, ja, was habe ich zu meinem Freund gesagt? Ich sage, das ist so Beton. So Beton-Grau, Stahl. Also so richtig, richtig cool und außergewöhnlich. Und ja, ich bin ganz begeistert. Ich bin ganz begeistert. Und wenn ihr Lust habt, die live zu sehen, ich werde mir heute Abend die Nägel lackieren und mal gucken, ob ich vielleicht eine Nail Art mache, wie geduldig ich noch bin heute. Und ja, schaut auf jeden Fall auf meinem Instagram vorbei. Ich werde euch meinen Namen hier nochmal unten hinblenden. Und wenn ihr neugierig seid, wie es auf den Nägelchen aussieht, guckt danach. So, das soll es gewesen sein, mein Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch haben die Produkte gefallen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Sachen habt, oder auch Erfahrungen, definitiv Tipps unten in die Kommentare und ich werde es dann mal antworten oder meinen Senf dazu geben, logisch. Und ihr wisst ja, ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt. Dann drücke ich euch und schicke euch ganz viele Grüße. Bis dann. Tschüss. Bis dann.